Präsentiert jetzt ein österreichisches Duo namens Rabbi X die neueste Ausgabe von Ethnopop. Dancefloor-Klänge, diesmal vermischt mit jüdischer Folklore. Das erste Video von Rabbi X ist gestern erst fertig geworden und frisch weg vom Schneidertisch hat heute schon Weltpremiere in X-Large. Auf dem Boden, schlaf der Dach. Ich freue mich sehr, dass nach 70 Jahren wieder meine Fürstin im Schloss Luxemburg residiert. Darf ich Sie auf mein Schloss einladen? Das hier ist unser Salon, in dem wir üblicherweise unsere Gäste empfangen. Im fürstlichen Ankleidezimmer. Mein Lieblingsmantel ist der, den ich eben anprobiert habe. Ich habe ihn von meinem Mann zu unserem Hochzeitstag bekommen. Auch der geheime Blick ins Schlafgemach gelingt. Das Märchen ist zu Ende. 3 Tage lang kehrte in die frühere kaiserliche Residenz Luxemburg monarchistischer Flair ein. Trugen sich damals hier große historische Ereignisse zu, beherrschten nun Wiens exklusivste Firmen im Gesamtwert von 10 Millionen Schilling die geschichtsträchtigen Räume. Ein Leben in Luxus für kurze Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, die 3 Tage hier Fürstin zu spielen.
aber ich kehre jetzt gerne in mein normales Leben zurück. Ich könnte es mir gut vorstellen, in so einem Haus zu wohnen und auch zu residieren. Ich bin zwar eine berufstätige Frau, die ihren Luxus zum Teil selbst finanziert, aber ich glaube, ich bin auch das Luxusgeschöpf meines Mannes. Für mich ist der Begriff Luxus nicht unbedingt das Teure, sondern das Nicht-Alltägliche. Und Freude macht man sich mit nicht-alltäglichen Dingen. Und die Freude bereitet mir meine Frau fast immer. Ich finde, eine schöne Frau Luxus bieten zu können als Mann, das finde ich ganz ausgezeichnet. Ich kann mich da hineindenken, eine Frau, wie eine Frau reagieren könnte oder müsste. Montreux am Genfersee. Eine Woche lang stand das elegante Urlaubsdomizil reicher Leute im Zeichen internationaler Fernsehunterhaltung. Fernsehveranstalter aus aller Welt bewarben sich zum 29. Mal um die Goldene Rose, den Preis für die beste Fernsehunterhaltungssendung. Prominentester Gast des Wettbewerbs, Prinz Albert von Monaco. Als Präsident des Internationalen Fernsehfestivals von Monaco besuche ich zahlreiche Festspiele. Zur Direktion des Festivals in Montreux habe ich besonders gute Beziehungen. Ziel meines Besuches ist es, mich nach neuen Möglichkeiten umzusehen und neue Ideen kennenzulernen. Man muss sich immer selbst in Frage stellen. Ich gehöre zur Generation, die mit dem Fernsehen aufgewachsen ist, habe aber jetzt wenig Möglichkeiten fernzusehen. Am liebsten sehe ich die Nachrichtensendungen, große Reportagen und natürlich Sport. Die Goldene Rose von Montreux ging diesmal wieder nach Großbritannien. Hale & Pace, eine fulminante Comedy-Show. Freundliche Aufnahme in Montreux fand auch der Beitrag des ORF. Als einer der 6 besten Beiträge des offiziellen Wettbewerbs wurde Leonardo lobend erwähnt. Leonardo malt Mona Lisa. Er ist verärgert, da ihm die Mundpartie nicht recht gelingen will. Um sich zu zerstreuen, bastelt er an einer Maschine herum und erfindet dabei das Fernsehen. Dass es einmal so aussehen würde, hat sich aber wahrscheinlich nicht einmal Leonardo ausgemalt.